Wir freuen uns ganz doll auf wen? Auf den Max Giesinger vorher. So weit und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Es wird nicht leicht, aber ich schaff das schon. Denn ihr seid nicht alleine. Oh, hinter euch steht. Ja, Max, schön, dass du da bist hier am Expertefi Kick and Groove Park. War ja ein grandioser Auftritt gerade, ne? Vielen Dank und auch danke für die Einladung. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Wo schaust du eigentlich dann sonst die Spiele? Also momentan schaue ich die Spiele aufgrund dieser EM-Version meiner Single immer auf Fanmeilen. Das heißt, ich war beim Polenspiel, habe ich in Berlin gesungen, vom Brandenburger Tor. Das war ganz schön abgefahren, da waren irgendwie 100.000 Leute, also, ich glaube noch mehr, also unfassbar viele Leute, konnte ich gar nicht mehr, soweit konnte das Auge gar nicht blicken. Bin jetzt heute hier, ne, und das erste Spiel auch auf einer Fanmeile. Das heißt, ich verbringe die dieses Mal nicht im Wohnzimmer, wie ich es sonst immer gemacht habe, mit meinen Kumpels irgendwie, mit Currywurst und Bratwurst und so, sondern wirklich mit vielen Leuten zusammen. Aber sehr angenehm und eine geile Stimmung. Sehr cool. Und jetzt ist dein Hit 80 Millionen so mega erfolgreich gewesen. Kannst du sagen, gibt es ein Erfolgsrezept? Ein Erfolgsrezept ist eine gute Frage. Also was ich gemacht habe, die letzten 5 Jahre ist halt immer dran geblieben, immer weiter geschrieben und weiter dafür gekämpft, dass man irgendwann diesen einen Song hat. Und man fragt sich ja immer, schreibe ich den oder schreibe ich den nicht? Und wenn man einfach viele Songs schreibt, ist natürlich die Chance größer, dass der irgendwann dabei ist. Und dass man das authentisch rüberbringt und eine ehrliche Message hat. So. Weil ich glaube, die Leute nehmen das einfach ab und checken das, wenn es nicht ernst gemeint ist. Das glaube ich auch. Und vor allem, kannst du beschreiben, was es für ein Gefühl ist, wenn du deinen Song jetzt im Radio hörst? Das ist wirklich ein richtig abgefahrenes Gefühl. Also ich habe das ja schon ein paar Mal erlebt, ne, so, aber halt nicht in dieser Frequenz. Also wir fahren ja am Wochenende immer in zig Städte, ne, und sind immer 5, 6, 7 Stunden im Auto. Und wenn man dann echt mal Radio hört, hört man den Song halt 4, 5 Mal so auf dem Weg. Und dann denkt man, das ist ja abnormal, das muss jetzt wirklich jeder kennen. Das ist ja auch so, ich stehe jetzt irgendwie in Nürnberg und jeder kann dieses Lied. Und das ist für einen Musiker ein ganz großer Traum, der dann in Erfüllung geht. Und eine private Frage noch? Ja. Single? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Da müssen wir noch mal im halben Jahr quatschen. Okay, das machen wir. Hinter euch stehen 80 Millionen.